Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Scrap Mechanic zusammen mit dem Helm. Servus. Mahlzeit! Ja. Zack, Neues ist Spiel, ein neues Glück, Hammer auf ne? die Nase. So. Ey! Mal dich gleich an. Mach mal Na, gleich kannst du mich anmalen? Mach mal. hier. Das wäre schön. Warte, du kriegst hier Den Helm Pink. mal schön in rosa. Ja. Pinker Neues Spiel, Schrottwichen. neues Glück. Wir haben eine neue Karte eröffnet. Unsere Baumhäuserkarte gibt es aber noch. Vielleicht werden wir da auch mal irgendwann wieder reinschauen. So ist es ja nicht. Aber jetzt erstmal haben wir eure Abstimmung, also beziehungsweise unsere Umfrage, die wir gemacht haben und euer Ergebnis. Und das ist der Freizeitpark. Der steht auf dem Programm. Jo, ein Und Freizeitpark. das ist ja auch ein ganz kleines Projekt. Ganz Meint, das haben wir kleines ja in Projekt, da kann 5 Minuten, ne? Das ist ja man überhaupt gar kein Ding. da haben Ja. wir über War Wochen, wenn mir du irgendwie willst. klar, dass sowas rauskommt, wo wir uns wieder verlieren können drin. Das macht nichts. Wir können ja anfangen. Wir haben uns schon überlegt, was wir machen. Es sind so viele Ideen, die mir auch im Kopf noch rumspucken, was wir alles machen können. Wir fangen mal mit einer Kleinigkeit an. Eine Also ich müsste, bei mir ist es eher Kleinigkeit. eine Kleinigkeit, muss ich sagen. Also Ehrlich? beziehungsweise, ja, es ist groß, ist eine Großigkeit, ne? Aber es ist jetzt Eine kein große mega Kleinigkeit. Action-Spektakel, ne? Es ist eher so, ist halt. Ist halt. Okay. Ja. Aber der Helm will natürlich gleich wieder übertreiben. Der. Was heißt er? Ja, ich will, ich weiß nicht, wie, auf dem Rummel gibt es halt diese Dinger, ich weiß nicht, bei mir hießen die früher, glaube ich, Enterprise, weiß ich nicht. Quasi, stellt euch vor, ein Riesenrad, was um 90 Grad schwenkbar ist, dass es flach auf dem Boden ist, so mit Gondeln. Ja, also im Urzustand liegt es quasi auf der Seite. Ja, ihr könnt in die Gondel einsteigen, da fängt sich das Ding an zu drehen und dann kippt es noch 90 Grad nach oben, dass es immer überschlägt. Und natürlich sind die Gondeln frei, ja, dass sie sich auch noch ein bisschen bewegen können. So, das wird natürlich ein Mordsprojekt. Ist ganz einfach. Ja. Aber endlich muss der Helm mal was anderes machen als einen fahrenden Tisch. Ja. Endlich ist er mal gefordert. Der fahrende Tisch, ich möchte ja nichts sagen. Der fahrende Tisch hat immerhin gegen mich gewonnen, Ganz genau. ne? Dafür hat es gereicht. Es war nicht das Ding der Schönheit. Aber gewonnen hat es trotzdem. Ja, Konstruktionswertung. Konstrukteurswertung, ja genau. Tja, bei mir wird es ein simpler, schnöder, aber wie soll man sagen, so ein Klassiker, so ein richtiger Klassiker, nämlich ein Autoscooter. So. Und da brauche ich natürlich erstmal eine ordentliche Fläche. Die bin ich jetzt gerade schon mal dran, irgendwie hochzuziehen. Ich Das wird auch. noch lustig. Ich habe als Mittelpunkt nehme ich das Gebüsch. Dann ist das weg, weil ich habe Angst vor dem Gebüsch. Da bleiben wir nachher hängen, wenn wir uns drehen. Dann würde ich mich ärgern, wenn ich die ganze Konstruktion in Gang setzen will und da bleibt an dem blöden Gebüsch hängen. Das wäre ein Ding, ja. Das wäre ein Ding. Da würdest du einen Fluchen hören. Ich würde ein bisschen lachen, Ja, aber das ist mir dann hätte ich auch klar. irgendwann Mitleid, ja. Mitleid. Jetzt du Ja, bestimmt so ein mich, nicht mit bisschen. mir. Das ist so Doch, ab und gelogen an schon. schon. Obwohl. Ah, Also, wenn du wieder nichts Besseres zustande bekommst als einen Tisch, dann habe ich schon immer mal kurz Mitleid. Verdammt, das muss ich auch noch messen. Soll ja viereckig. Ach Quatsch, muss gar nicht viereckig sein. Das Muss wird es ganz schön viereckig? hoch hier, muss ich erstmal sagen. Bis ich das Gras abdecke, vergeht ganz schön Na, guck mal hier bei Zeit. Ich will mir. ja so hoch sein, dass das Gras zu ist. Ich will so hoch sein, dass das Gebüsch zu ist. Ich müsste dann oben eine Metallfläche draufsetzen, oder? So eine polierte Metallfläche. Das ist ja eigentlich, auf der man da umherdüst. Ja. Baue das momentan noch aus Stein, damit ein stabiles Fundament da ist. Aber ich muss noch höher. Es Ich tut mir baue das leid. aus Das ist diesen, weiß ich nicht, was es ist. Die weißen Steine finde ich relativ schön. ja, die weißen Steine sind auch ganz schön. Ja, aber wir werden eh am Ende alles hier farblich irgendwie anpassen und machen. So. Ja, Alles. wir werden das alles, natürlich, das muss doch bunt sein, das ist ein Freizeitpark, ja, wir werden das Farbentool quälen und eure Ja, Augen. natürlich, aber. Oh! Erste Fehlkonstruktion. Es wird Ah. nicht die letzte bleiben, Helm, es wird nicht die letzte bleiben. Tschüss. Bau mal deinen Autoscooter. Und ja, lass mich mal hier ein Podest bauen. Oh, das ist wirklich gigantisch hoch. Ja, wei, wei. Wie soll ich denn da noch hochkommen? Wie soll man da noch hochkommen?
Ja, das ist die Frage. Vor allem, du musst halt erstmal, huch, du musst halt erstmal dieses Gras abdecken, das ist schon viel. Ja, Aber gut, dann muss man halt da so kleine Reppen, guck mal bei kleine mir. Reppen bauen. Ja, kleine Treppen bauen irgendwie, ja. Ich werde das gleich mal machen, dass ich bei dir vorbeischaue. Du musst dich nur mal umdrehen, dann siehst du schon. Okay, das ist hoch. Ja. Ja, aber dieses blöde Gebüsch muss halt weg. Ich möchte nicht, möchte kein Gebüsch da haben. Das. Meinst du etwas tiefer? Dazu muss ich erstmal da hochkommen. Brauchen wir erstmal die üblichen Kisten. Kommt dahin. So, hier Ich haben wir es weiß, es doch jetzt gibt im keinen Grunde Preis genommen für schon. Schönheit. Haben wir es im Grunde genommen Leichter. schon fast auf der Höhe. Da kommt jetzt hier oben drauf die Metallfläche am Ende. Dann brauche ich den Rest nur noch verkleiden. Aber ich denke mal, jetzt haben wir ungefähr die Höhe. Das Gebüsch ist eindeutig weg. So. Nee, nicht ganz. Immer noch wird es rausgucken. Ja, das Ein reicht paar als Basis Millimeter. für unsere Metallfläche. So. So, wo haben wir Metall? Metal Block. Das Ich wird mache das alles trotzdem ganz zu. leicht. Bestimmt mache ich ihn erstmal dahin. Die anderen brauchen wir noch nicht. Ich Drei. glaube, jetzt habe ich ganz zu weit vorne angefangen, oder? Blab. Natürlich habe ich das. Obwohl, vielleicht lasse ich das sogar Blab. frei hier eine Fläche. Es geht wunderbar. Ein bisschen Gras in der Mache Mitte ich kommt auch. noch raus. Brauchen ja noch eine Bande brauchen wir ja noch. So, Bam. und da habe ich wieder Scheiße gebaut. So. Aha. Haha. So. Kann das auch. Zack. Halt. So. Lotz. Flupp. Es wird eine Billigbauweise hier eindeutig. Wir werden da natürlich nicht den ganzen Boden ausfüllen. So, und dann hier habe ich doch wieder Scheiße gebaut. Wo ich glaube, Toll. wir machen das noch größer, Muss oder? noch höher sein. Okay, da können wir jetzt quasi, machen wir hier eine Abstufung. 2, 2, 2, 2, 4. Andererseits, die Autos werden ja nicht so groß. Ein bisschen größer mache ich es Blöp. noch. Ein bisschen, ganz klein bisschen geht hier noch nach vorne. So machen wir das. So. Und dann machen wir hier unten rein. Blub. 2, 2 habe ich gesagt, da. Blub. Geht das schon auf 2, 2 aus? Nein, geht noch nicht. 2, 2, So. zack. Blub. Geht denn nicht ein länger Mann? So, na komm schon. Das wird nachher noch anständig ver. Ich liebe So. dieses Bautool. Ja, hast du meinen Manchmal liebe ich Kommentar dieses dazu Bautool. gehört? Mist! Ist schon wieder Mist. Ach Helm, nicht fluchen. Muss Es hilft doch fluchen. nichts. Natürlich! Ach Es so, hilft. okay, dann mach. Es hilft. Es hilft immer. So, Auf jeden Fall dann baue hier ich noch schon die mal eine Fläche. Pyramide. Oh Mann. Ja, Fläche. So. Zack, im Pyramidenbau bin ich schon mal gut. Bin gespannt, was du da, warum du da überhaupt Ah! so einen Sockel drunter baust. War das nur wegen dem Busch oder wie? Ja, es war nur wegen dem Busch. Nur wegen dem Busch. Alles wegen einem Busch. Ja, weil soll doch schön werden. Und da mag ja nicht, soll da nicht der blöde Busch da rausgucken. Das aus deinem Mund. Es soll ja schön werden. Das nochmal hören darf. Soll nicht nur funktionieren. Nein, diesmal nicht. Es wird ja ein Freizeitpark. Hör mal, was denkst du denn? So. So, Eine dann Stufe brauche hier. ich noch, dann ist es weg. Dann guckt hier ein Blatt raus. Das, glaube ich, können wir verzeihen. Ein Blatt. Nee, das geht gar nicht. Doch, muss. Rums. Blöpp. So. Ja, gleich haben wir es. Zack, so. Was? Blöpp. Kommt das jetzt her? Hä? Bin ich blöd? Ich bin blöd. Ich bin bestimmt blöd, aber ich, woher kommt denn das jetzt? Hast du gemacht? Weiß nicht, hier kam auf einmal eine Stange an. Eine Wo ist die Stange. denn her?
Hier fiel plötzlich was? Hier fiel plötzlich. Ein paar Blöcke fielen hier plötzlich runter. Ich. Lass mich in ärztliche Behandlung. Ich begebe mich in ärztliche Behandlung. Ich werde das. Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwas passiert hier. Helm, irgendwas passiert hier. Ja, normalerweise hätte ich gesagt, das Phänomen der Schräge, aber du hast ja keine Schrägen. Ey, aufpassen. Doch, ich bin schräg. Vielleicht hilft das. Ha! So. Da dieses eine, aber da musst du echt suchen. Okay, so weit, so gut. Das ist natürlich ein Monstrum, ja. Gefällt mir nicht so wirklich. Ne, mir auch nicht. Ich finde, das solltest du schon nochmal abreißen. Ich gehe gar nicht. Auf keinen Fall. Never. Never ever baue ich da Dinge ab jetzt noch. Ja, natürlich. Nein, das ist doch schön. An deine eigenen Worte. Ich darf dich an deine eigenen Worte erinnern. Das ist schön. Achso, das ist deine Definition von schön. Das ist wunderschön. Symmetrisch in jedem Aspekt. Ah, okay. Nee, dann ist schön. Symmetrisch, wenn was symmetrisch ist, ist schön. Ja. Hier vor allen Dingen mit den tollen Kisten als Treppenaufgang. Nee, das machen wir nicht. Hast du wieder schöne Kisten gebaut? Nein, ich musste Kisten erstmal bauen zum. Ja, das ist dein innerer Zwang. Muss Kisten bauen. Ja, du musst heute ganz schön nieder. Das ist, eine zarte naja, Seele kann das nicht. Kann das nicht verkraften. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Stell ich gerade. Ach. Ist herrlich, herrlich. Was ein Problem? Dieses Problem baut gerade einen Autoscooter, ja? Nein. Okay, nein. Dann bin ich beruhigt. Nein. das muss länger sein. Das muss bis hier ungefähr. Ich würde sagen, hier? Bis hierhin. Boah. Das wird eine Riesenapparatur. Sehe ich gerade. Ach, meins wird ganz klein. Gut. Bom. Oh, jetzt. Total Mini. Bom. So. Und zum Einsteigen ist das doof. Ach, machst du eine kleine Treppe, oder? Ja, das sollte aber. Schande. So ein Riesenteil. Der Klotz nervt mich wirklich. Das ist ja ein Haus, was du da baust. Ich hoffe, das ist nicht massiv. Ansonsten wird er hier bestimmt bald anfangen zu meckern. Nee, das ist nicht massiv. Ich hoffe, du hast ihn hohl. Natürlich ist er hohl. Gut. Natürlich. Eis wieder ab, das Ding. Was macht er denn jetzt schon wieder? Na, endlich. War das so schwer? Zack. So. So, also hier in der Mitte, hier soll das Ding hin. So, aber das muss ja noch drehen und sich aufrichten und. Jetzt müsste ich erstmal die Mitte rauskriegen von dem Ding. Das ist natürlich super. Die Mitte. Die Mitte kriegen wir ganz einfach raus. Wir nehmen die Steine hier. Wahrscheinlich hast du es jetzt in einer geraden Anzahl gebaut und es gibt keine Mitte. Und es wäre das bei mir der Fall. Das davon will ich nichts hören. solchen negativen Schwingungen. Natürlich habe ich das vorher gezählt. Hör mal. Ja. Denkst du denn? Ich auch, ja. So, mit Q übrigens kriegt man hier die Farben raus. Ich will jetzt nochmal gucken. 6, 9, kann man hier flächig malen? 15, 18, 21, 24, cool. 27, 30, durch das 31. Machen, welche Farbe soll denn unser Boden haben? Also, 6, 9, 12, 15, 16. Hier ist die Mitte. Bede. Oh, ich habe nichts mit Frankreich. Ja, sie passt ja nicht ganz. Aber, ja? Mache ich den Boden hier farbig? Wie sind denn die Autoscooterböden, weißt du das? Die sind die unifarben. Sind die metallglänzend quasi? Ja. Ja, so wie das da. Sind die? Ja. Oder soll ich das so ein bisschen grau machen? So hell. Dunkelweiß. Dunkelweiß, ja, kannst du ja gerne experimentieren.
Kann ich nicht genau sagen. Das wäre so. Oh, jetzt muss ich hier die zählen. Oh, 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 oh. 1, 2, 3, 9, 6, 9. Komm, wir machen mal Farbe. 12. So. 20. 24. Glänzt das auch nicht so? Ich mag diesen Glanzeffekt 24, hier vom Metall 80, nicht. Obwohl, aha, glänzt immer noch. Egal. La 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 la. So. Bullshit. Da müssen wir halt noch eine anbringen. Nee. Das Wichtigste ist doch hier die Mitte. Oh. Das mit dem Busch hätte ich mir sowas von sparen können. Jetzt merke ich jetzt im Endeffekt. Habe ich hier eine blöde Kiste drumherum. Hey, warum hatte ich den Bus nicht Busch sein lassen? Und habe woanders gebaut. Was so fixiert auf den Busch. Der Busch muss weg. Der Busch muss weg. Du hast ja wieder schön. Du hast ja wieder da eine schöne ebene Fläche. Wir machen hier, hier kommt ein Irrgarten. Du hättest auch hier bauen können. Ja? Was im Biergarten machst du da rein? Nicht Biergarten, ein Irrgarten. Ach, ein Irrgarten. Schade, Biergarten hätte mir mehr gefallen. Du Biergarten. Gehen und machst eine Geisterbahn draus. Stellst dich da irgendwo in die Ecke und machst Bu. Ist schon wieder. Blöd, Mann. Wenn ihm nichts mehr einfällt, kommen die plumpen Beleidigungen. Ja, das musste jetzt mal sein. Guck dir immer noch Gras raus. Ist mir jetzt egal. Aha, guck mal. Da guckt Gras raus. Ja, kannst du rauchen, Junge. Rauchen soll ich dann? Was denn? Das kommt so hier hin jetzt. So, da hinten dieses Haus, das Haus. Der Mitte, das ist ja nicht schön. Nicht. Das, genau, das war von vornherein so gedacht. Das gibt mal einen Irrgarten. Dann mache ich die Decke weg und mache 1000 Stränge rein. Das ist also kein Problem. Das ist kein Irrgarten, das ist ein Irrtum. Das hast du nur falsch verstanden. Soll ich dir mal behilflich sein? Ich kann dir ein paar Löcher da reinbohren. Ich kann dir gleich mal helfen, ja. So, jetzt fangen wir hier fangen wir neu an. Und zwar hier. Und hier kommt die erste Treppe hin. Machen wir auch aus Metall. Oder aus Stein. Brick. Metall? Amen. Nee, hier, so Signalfarben. Genau, dann lassen wir. Zack, so, okay. Muss aber. Ne. So, haben wir die Fläche gleich. Mitte, circa. Hier, ne? Von da bis da. So. Naja, das ist doch schon mal eine ganz nette Fläche, finde ich jetzt zumindest. Und jetzt können wir mal überlegen, ob wir hier irgendwie. Soll ich schon mal die Mopeds bauen oder. Wie sie wünschen. Komm, wir machen schon mal ein Moped hier. Wir machen schon mal ein Moped, damit es ein bisschen was anderes gibt noch als nur komische Flächen. So, Moment. Wir machen nicht Metall, das brauchen wir nicht. Die kleinen Reifen. Und dann brauchen wir den Sitz. Wo ist er denn? Da oben. Die anderen Sitze gehen ja nicht. So, perfekt. So. Der Boden, aber das stimmt auch nicht. Das ist eher, das kann ich doch nachher anmalen, das ist ja gar kein Thema. Und das. Und drei. Das. Und vier. Wir brauchen den Lift. Perfekt. Mach, komm, die Hupen erstmal weg. So. Hier die erste Breite. Hier muss die Maschine hin, glaube ich. Halt, ist denn jetzt so ein Sitz? Ein Sitz ist. So, fangen wir mal an, die Maschine, die... 1, 2, 3, 4 Blöcke ungefähr, das ist, der ist so komisch. Sind doch 4 Blöcke. Hier kommt der Start hin von der Maschine. 4 Blöcke ist der breit. Nicht aus Holz. Das ist ja super. Oh, das mal so. Geht das so überhaupt? Wie lang ist der Sitz? Letzten Endes dürfen diese Go-Karts, diese Hat's ja nicht. Eins. Geht das überhaupt? Drei, vier, fünf, sechs lang ist er. Okay.
Dürfen nicht viel größer sein als der Sitz. 4, 5, 6. No. Ja. Die Räder? Nee, das müssen wir einen höher machen, oder? Wäre mir lieber. Schade, dass es keine kleineren Räder gibt. Das ist wirklich ein Jammer. Blob. So, das Ding muss natürlich auch aus. Nee, aus dem leichten Zeug. Relativ leicht, das muss ja hochgehen. Mediumgewicht. Das ist, ja. Ich weiß, normalerweise so ein Ding ist aus. Ach, die Lenkung? Nee, wir nehmen weiß. Wir nehmen weiß. Jetzt auch. Nein, 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 nein. Löp. Wie kriegt man das alles auf so minimalsten Raum, dass du wirklich hier so Scooter hast? Boah. Passt perfekt. Ey, wie kriegen das hin? Helm? I don't know. Ich weiß gar nicht, was du willst. Zack. So, und kann ich die jetzt verbinden? Sind die verbunden oder nicht? Das ist schon mal das erste Geheimnis. Das, den Motor, den kann ich hier drunter bauen. Kann ich hier nicht drunter bauen? Den kann ich nicht. Kann ich an den Arm dran bauen. Oh, mein Paket kommt. Ich bin ganz kurz mal weg. Jetzt kann ich ablästern. Warte, jetzt gehen wir direkt mal hin und gucken. Mal. Der Kurier hat nämlich, ja, der wartet ganz dringend nicht auf ein Paket. Schnell. Auf, zack. Er wartet auf ein Paket. Und ja, da ist er schnell hin. Und ich nutze die Zeit, weil er immer so nett ist. Und baue den ein. Was denn jetzt? Warum kann ich mich jetzt denn nicht mehr bewegen? Was ist das für Quatsch? Leck? Warum? So. Bin ich wieder? Was? Arsch. Was ist passiert? Was denn? Arsch mit Ohren. Was, wieso? Warum? Ich weiß gar nicht, was du hast. Mach mir klar, die kann man keine Sekunde aus den Augen lassen. Hier. Hier los. Ja, herrlich. Das war doch gut. Ja, ich hatte überlegt, setze ich einen Cut oder nicht? Dann dachte ich mir, komm. Nach die Minute, paar Sekunden. Das waren wirklich ein paar Sekunden. Ich habe die Zeit genutzt, um den Koja einzumauern. So, warst aber schnell, muss ich zugeben. Warst aber schnell. Also, natürlich. Muss es ja auch sein. Mist. So. Da habe ich schon das erste Problem. Da könnte ich den Herrn Dr. Koja mal um Hilfe fragen. Hier. Doch, doch. Das ist klar. Ja, wie? So, viel Spaß. Mauert mich ein und jetzt auch. Ich könnte eigentlich mal um Hilfe fragen. Ja, natürlich. Wie vergiss es? Was? Aber warum das denn? Das ist nicht nett. Nee, Moment. 1, 2. Können wir gleich haben. 3. So, vielleicht habe ich es gleich auch schon gelöst. Was machst du denn hier? Was ist denn das für ein Scheiß? What? Erstmal ist das schon eine Frechheit. Ja, direkt von vornherein die Arme tastet und solche Bemerkungen loszuwerden. Warum hängt das Ding jetzt nicht runter? Ich will das hier. Warum ist der fest? Der müsste doch runterhängen jetzt. Gerade sein. Was hängt runter? Nö, der dotzt ja unten gegen. What? Wieso dotzt der unten gegen? Ja, der dotzt doch unten gegen, das ist doch. Ach so. Aber du kannst den ja hier drüben einstellen, dass er gerade ist. Nee. Du hast ihn ja auf 30 Grad. Ja, das soll der sein. Guck mal hier, bitte. Hier ist ein Gelenk. Ne? Ja. So. Und ich möchte jetzt hier einen Fuß dran machen, der mit der Plattform verbunden ist. Das geht nicht. Das geht nicht? So? Das geht nicht. Das geht leider nicht, nein. Ist das nicht? Das sieht nur optisch so aus, oder was? Ja, ist so. Ja, leider. Ja, wie? Das verbindet sich nicht.
Das ist ja Wenn du Mist. jetzt an dem Gelenk drehst, wenn du jetzt sagst, hier, das kannst du gleich sehen, Sekunde. Wenn du jetzt sagst, dem Gelenk hier auch 30 Grad oder so, dann dreht das Ding mit. Moment. Bodegelenk, 30 Grad. Gut, es dreht ehrlich gesagt gar nichts, aber. Aha. So. Moment, 30 Grad nach. Wohin muss es? Nach? Blau. Müsste eigentlich. Aber eigentlich müsste es das Ärmchen mitdrehen. Vielleicht ist es, weil es unten jetzt blockiert ist. Dann machen wir die Strippe weg und drehen hier einfach mal einen anderen Winkel. Machen wir hier mal mehr 120 Grad. Ja, aha. Was hat Scheint sich doch jetzt zu gehen. gedreht? Das mittlere. Nur das mittlere. Ja. Pass mal auf, wir machen jetzt hier Sitz und machen hier auf. Und machen den an. Und zack. Jetzt gar nichts. What? Warum? Viel Spaß. Wieso dreht schon hier nichts? Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich hab den auch auf Wiederholung gemacht. Wo ist denn mein. Oder Wo ist hier. mein Drehding da? Hä? Ich liebe es, wenn er diese Geräusche macht. Kann nicht fast da, ne? Irgendwann ist schon wieder verkehrt. Wieso dreht denn der? Aber gerade hat er sich gedreht, oder was? Habe ich natürlich Eben nicht hat er jetzt. sich gedreht. Also ja, auf jeden Fall. Der dreht sich auf Null. Du sollst bitte im Loop dich drehen. Das hier soll weg sein. Ach nee, das ist nur die letzte. Das ist doch nur die letzte Hausnummer, oder nicht? Und schon die ganze Macht der Zeit. denn? Um Ne, der geht ja auch 360 nicht. Grad. Moment, Bumm. den kann er ja nicht Im lenken. Loop. Da passiert gar nichts. Da könnte ich schon wieder. Ach, der muss erst einen Schalter haben zum Aktivieren, glaube ich. Das könnte sein. Bei dieser Unendlich-Geschichte. Wie mache ich denn so einen Go-Kart? Verdammt. Mann. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aha. Guck mal, guck mal. Es dreht sich. Was? Wie hast du so einen Loop jetzt gemacht? Wie? Zieh Ach eine so, du hast einen. Steuerung und nimm. Ach, 360 und das einfach. Ach, Nee, unten das dreht dann immer links. weiter? Ja, unten, nee, guck mal ganz unten links, das ist dieser Pfeil. Das heißt Loop, der macht das immer Ah! wieder. Ah, okay, das kenne ich noch gar nicht. Ja, schön. Ja? Sehr schön. So, aber das soll er natürlich nicht machen. Er sollte nur zum Testen. Aber es sieht so aus, als würde das funktionieren. Ne? Könnte was werden am Ende, ja. Nein, ob der dieser Flock funktioniert, der da wirklich mit dem Boden verankert ist. Ja, dass der, ansonsten würde sich da jetzt irgendwas mitdrehen. Also scheinbar doch, ich hätte gedacht, also ich meinte, ich hätte das mal probiert, aber vielleicht habe ich mich da dumm angestellt. Vielleicht gab es auch irgendwann einen Patch, wer Das weiß. wird es sein. Nein, nein, das davor, vor dem Patch. Okay, so. Sehr Mag den schön. auch. So. Jetzt müssen wir hier, das wird natürlich ein stabiler Arm, muss das sein. Da hängt ja alles dran. Oder wir machen den nicht ganz so stabil. Guck mal, optisch. Muss das einfach probieren, ob es geht. Es hilft nichts. Es ist Nein, ach nein, warum einzige denn nur? Möglichkeit, auf engem Raum was zu machen mit den Cards. Jetzt habe ich das so schön gemacht und jetzt natürlich nicht mittig, ne? Gerade Zahl. Wir machen es noch eins weiter rein. Also ich muss experimentieren. So ein Mini-Auto zu bauen ist richtig schwierig, weißt du das? Ist richtig, richtig schwierig. Ja klar, habe ich mir gedacht, dass es nicht so ohne ist. Nachher ausgebessert die Farbe. Testen. Wunderbar. Nehme ich hier einfach nur eine Kante einweg, dann ist das auch wieder mittig. Das ist einfach kein Wenn wir hier Problem jetzt was haben und das mehr. Klack, schwenkt, klack, klack, drückt es da rein, klack. muss das weg noch. So. Ich mach das doch weg. Das hier Plop. sollten wir auch dann mal Plop. so und Plop.
So machen. So. Perfekt. So könnte das funktionieren. Dann machen wir das hier oben. So. So, so und so. Mache Es ich ist auch. furchtbar. Es ist echt furchtbar. Das ist richtig knifflig, da so ein Mini-Auto zu bauen. Und am Ende wird es doch nicht funktionieren. Weil die Lenkung braucht ja Platz. Das ist das Problem. Dass du hier immer über zwei Achsen lenken musst und das. Das ist richtig schwierig. Warte mal. Zack, den Grund 15 Grad nach da. So. Glaube ich. Jo. Dann machen wir das. Ui, 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 ui. Normalerweise müsste man den Schalter umdrehen. Aber ist So. egal. So müsste es gehen, Moment, So. das mache ich nur. 3. Hilfsmäßig was. Nein. Inch. Zick, Und eigentlich zack, bräuchte ich zack. nur das hier. Und hier mal Podestin, hier irgendwas. Weg. Und hier müssen wir das hinmachen. So, Wo dann ist die kann das hier wieder Mitte? weg. So. Was ist die Mitte? Ja, ne? Hier hinten, oh, Da machen wir so, das müsste einfach. ja reichen, ne? Ah, kommt Stahl hin. Ja. Uff, uff, uff. Oh, geht das oder schaben die Ach, da? einfach nur. Oh, So, die das da. reicht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Zack. Platz lassen nach hinten. So, jetzt können wir hier den Oh, wieder dann wird es wieder runterlassen. eins größer. Wir müssen das Perfekt. probieren. Ansonsten muss hinten die Stoßstange eins nach hinten. So. Zack. Oh, ich zum Beispiel 360 Grad Loop wegmachen, sonst war das schon. Zack. Und den Loop aus. So, zack. Und dann wieder runter. Up. Boah, Alter. Was macht er? Wieso hat er denn in die falsche Richtung gedreht? So, dann müssen wir jetzt mal unseren Sitz hier drauf So. bringen. Würde jetzt dann wenigstens mal. Was jetzt passiert? Die wären doch ziemlich groß, die Karts, aber es geht nicht anders, verdammt. So, Sitz. Sie sehen nichts. Denn jetzt schon wieder. So. Die muss ich nach vorne Okay. verjüngen, die Autochens hier. Hilft ja nichts. Das heißt also, hier müssten wir dann sagen. Was jetzt passiert? Jetzt bewegt schon wieder nichts. So nicht. Oh, Jetzt das auf so. Hubstelle. Ist das zu schwer? Es kann sein, dass es zu schwer ist. Da muss ich hier mit einer Hilfe So. hochfahren. Werden wir mal testen. Wir schneiden hier einfach mal was ab. So, und dann machen wir hier auch Inch. wieder das Rad dran. Ochse. Eieiei. So. Puff. Kann auch nicht in die verkehrte Richtung sein. Hör mal. Der Sitz sitzt natürlich nicht mittig, das ist halt so. Muss nicht sein. Machen Und wir auf hier können wir Null. dann nämlich das vorne so machen, hoffe ich zumindest. Jetzt ist die Frage, ob sich das hier auch so schön verbindet wie Zitze. beim Helm. Wahrscheinlich nicht. Passiert überhaupt nichts mehr bei mir. So schön. Buff. Sag mal, hast du So. eine. Das kann ich jetzt wieder nicht. Nicht nachvollziehen. So. Hat er denn? Wer zweifelst du an deinen Controllern da? Ja, der macht überhaupt nichts jetzt. Hallo. Das kann ich gar nicht verstehen. Pass Oh, auf, hier ich wieder was wette dran. 15 Ende Grad sowas von nach schief da. gehen. Das Also heißt irgendwo muss ich auch noch so, einen Motor stellen. dann Da muss er hinten ja geht danach noch da einer. gehen. Ich verstehe nicht, warum er jetzt hier nichts macht. So absolut gar nichts. Null. Soll ich dir das mal erklären? Nein. Ja, doch. Werde es wahrscheinlich nicht können. So. Mal schauen. Das ist.
Es dreht in die Richtung, der Hund. Er hat das So. gedreht. Musik in meinen Ohren, wenn Helm verzweifelt. Das ist wirklich übel. Also ich muss wirklich sagen, das ist gerade wirklich übel. Ich verstehe nicht, was der hat, warum er sich nicht Ich darf dreht. jetzt nicht mehr lachen. Das doch nicht! Oh! Ach du Scheiße. Okay. Ah, ich weiß, was war. So simpel, aber ich sag's ihm nicht. So, Das war probieren wir auch jetzt einfach simpel. erstmal, bevor ich das Ding hier baue, probiere ich jetzt erstmal aus, ob das überhaupt fährt, wie es soll. Also machen wir jetzt mal das drauf. Kriege ich noch hin hier? Nehmen wir 35 Minuten. Ich würde sagen, den 35 Minuten Fahrtest. haben wir. Oh. Ja, dann machen wir den Fahrtesten in der nächsten Folge. Okay, Fahrtteste der nächsten Folge. Ich bin immer noch verzweifelt an meinem Grundding. Ich weiß aber Nee, jetzt, ach, ich will woran ja es nur gucken, gelegen ob mein hat. Go-Kart-Prototyp, ob Dann der zeig mir überhaupt ja, ob dein funktioniert. Go-Kart-Prototyp. Popotyp, der Popotyp funktioniert. Ja, er hat ja noch keine Anschlüsse und so, aber das ist erstmal der Bau. Ja. Und da muss ich mal gucken, ob das geht oder nicht. Hinten ist die Lenkung. Und mal gucken, ob das geht. Muss Werden wir ja sehen. noch Nee, die Lenkung schmaler in die eine sein. Richtung wird nicht gehen. Ich muss hinten noch ein Was? bisschen Platz lassen. Hinten muss noch ein bisschen mehr Platz. Ey! Wozu? Was machst du denn? Warum willst du denn Hinten Lenkung? muss ich Ich sehe gar abreisen keine noch. Lenkung. Ist ja noch nicht angeschlossen. Mich wieder Mann, lachen. dieser Helm. Du wirst lachen, weil du vor Spaß gar nicht mehr aussteigen möchtest. Okay, das kann natürlich Wirst du sein. lachen. Okay, ja, dann lass uns mal Ja. beenden, oder? Das machen wir ja in der nächsten Folge mit einem Black Screen im Endscreen. Super. Das funktioniert voll so, wie es gedacht ist. Also So. wie Wie immer. immer. Wie immer. So. Ist Ja, okay. dann würde ich sagen, ne, nächste Folge dann die Probefahrt. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Bis denn. Tschüss. Ciao.